Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, heute mal in einem Zelt. Für diejenigen, die sich online wundern, warum der Hintergrund anders ist, heute gibt es eine Veranstaltung in der Moschee und deswegen sind wir gezwungen gewesen, ins Zelt zu kommen und deswegen gibt es auch keinen Lautsprecher. Und deswegen bitte ich euch, inshallah ta'ala, weil es auch draußen etwas lauter ist, dann auch dementsprechend ihr seid immer ruhig, alhamdulillah, aber vielleicht noch heute besonders darauf zu achten, inshallah, was? Ja, genau, richtig. Wir wollen heute, insha'Allah ta'ala, meine lieben Geschwister, weitermachen mit der Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Okay. Wir hatten in der letzten Woche darüber gesprochen gehabt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Allah subhanahu wa ta'ala die Aufforderung und den Befehl erhielt, dass er seine Da'wa nun Schritt für Schritt öffentlich machen soll. Und dies ging in zwei Phasen voran. In der ersten Phase wandte sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zunächst erst einmal an seine nahe Verwandtschaft. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, dass er mehrere Treffen hatte, wo auch schon relativ klar wurde, wer seine Freunde und wer seine Feinde waren. Und dann in der zweiten Phase hat Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam dazu aufgefordert, an alle Menschen die Botschaft Allahs zu verkünden. Und zwar mit welchem Vers, kann sich noch jemand erinnern an den Vers? Ja, welcher Vers? Surat al-Hijr, welcher Vers? فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. Trete hervor mit dem, was dir befohlen wurde, und wende dich ab von den Mushrikin. Wir übernehmen für dich und ersparen dir die Spotter, die Mustahzi'in. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erwartete nicht lange, sondern er führte das aus, was sein Schöpfer von ihm verlangte. Und wir haben auch letzte Mal aufgezeigt gehabt, wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam die Grenzen Allahs bei der Verkündung seiner Botschaft einhielt und sie nicht überschritt und wie wichtig es ist, dass wir uns an das halten, was Allah von uns verlangt hat und dass wir auch lernen von den Gelehrten und nicht als Jugendliche glauben, dass wir alles besser wissen und versuchen voreilig etwas zu erreichen, wofür wir als Muslime noch nicht bereit sind, was am Ende nur genau zum Gegenteil führt, was am Ende zur Gewalt führt, zum Chaos führt, zur Spaltung führt, zum Blutvergießen führt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, und dies schilderten wir schon das letzte Mal, er stieg auf den As-Safa und er rief die Unterstämme der Quraysh, und wieder kam es zu der offenkundigen Feindseligkeit von Abu Lahab. Diese Feindseligkeit von Abu Lahab gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sollte jedoch nur der Beginn einer ganzen Reihe von Übergriffen auf die Muslime sein. Und wir wollen uns heute insha'Allah ta'ala genau damit auseinandersetzen. Wie sind eigentlich die Qurayshiten mit der Verkündung dieser neuen Botschaft in Mekka umgegangen? Wir hatten ja aufgezeigt gehabt, dass sie vorher dies geduldet haben, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch nicht öffentlich predigte. Aber jetzt sahen sie den Islam als eine Gefahr. Sie sahen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt als einen Unruhestifter an. Und dementsprechend änderten sie jetzt ihre Strategie.
Und sie benutzten ganz unterschiedliche Strategien. Und wir werden uns diese Strategien heute anschauen und auch diese Methoden anschauen, mit denen die Quraysh versuchten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von seiner Botschaft abzuhalten und mit dem sie versuchten, den Islam als Ganzes zu bekämpfen. Und wir werden sehen, dass viele dieser Methoden heute in anderer Form ebenfalls umgesetzt werden. Dass im Grunde genommen die Methoden gleich geblieben sind, auch wenn sie sich vielleicht in ihrer Form verändert haben. Aber dazu später mehr. Bevor wir auf diese Methoden eingehen und auf die Reaktion der Quraysh eingehen, gibt es noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und zwar müssen wir uns die Frage stellen, warum eigentlich die Botschaft unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam auf Ablehnung stieß bei vielen der Mekkaner. Wir wissen, der Koran ist das Wort Allahs. Und der Koran, er ist sehr überzeugend. Und es gab, glaube ich, niemanden, der den Koran besser verstanden hat hinsichtlich seiner Sprache und seiner Rhetorik, als es die ersten Zuhörer gewesen sind, nämlich die Quraysh. An sie war der Koran als erstes gerichtet und in ihrer Sprache wurde der Koran offenbart. Sie waren die Experten für gute Worte gewesen. Und die Frage, die sich stellt, ist, warum haben viele von ihnen gleich von Anfang an diese Botschaft abgelehnt? Was ist der Grund gewesen? Und hier gibt es viele Gründe. Ein Grund ist, dass einige von ihnen nationalistisch gedacht haben. Sie hatten ein Stammesdenken, mit anderen Worten, oder was ich damit meine ist, ihr Stamm muss immer der Beste sein. Und es gibt hier eine schöne Überlieferung, die ich jetzt in der Bedeutung wiedergeben werde. Und zwar wird überliefert, und hier gibt es verschiedene auch Versionen dieser Überlieferung, dass einige der Anführer der Quraysh, unter ihnen Abu Sufyan und Abu Jahl und ein Dritter, Al-Akhnas ibn Shuraiq, soweit ich mich entsinnen kann, dass sie in der Nacht zur Kaaba geschlichen sind, weil dort der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestanden hat und betete und laut den Koran in Gebet rezitierte. Und sie haben dort die ganze Nacht verbracht und auf dem Rückweg, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, haben sie sich zufällig getroffen und haben sich gegenseitig Vorwürfe gemacht. Was macht ihr hier? Warum seid ihr denn gekommen? Habt ihr heimlich dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelauscht, wie er den Koran rezitiert hat? In der nächsten Nacht geschah genau dasselbe. Sie haben wieder heimlich zugehört und haben sich wieder getroffen und sich wieder gegenseitig Vorwürfe gemacht. In der dritten Nacht sollte das ein drittes Mal geschehen. Und dann haben sie geschworen, dass sie dies nie wieder tun werden. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Abu Jahl dann gefragt wurde, warum er denn nicht bereit sei, obwohl es sich doch um schöne Worte handelte. Und er hat auch gesagt, er wurde gefragt von dem einen, warum bist du eigentlich nicht, was hältst du eigentlich von den Worten, die Mohammed da rezitiert? Er meinte, ja, das sind Worte, die man gut verstehen kann. Das sind schöne Worte. Aber wir und die Benu Hashim, und er war nicht von den Benu Hashim, wir und die Benu Hashim waren immer wie zwei Pferde, die um die Wette geritten sind. Wir haben immer konkurriert miteinander. Wenn sie etwas getan haben wie die Pilger, so haben wir ebenfalls etwas getan für die Pilger. Wenn sie erfolgreiche Krieger hatten, hatten wir ebenfalls erfolgreiche Krieger. Und jetzt plötzlich kommen sie mit einem Propheten. Und woher sollen wir einen Propheten holen? Und dementsprechend werde ich niemals glauben. Also es war dieser Nationalismus gewesen. Ich bin nicht bereit zu glauben, egal was ist, obwohl ich weiß, dass es vielleicht ein Prophet ist. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass das außergewöhnliche Worte sind, die nicht von einem Menschen stammen können, aus einem einzigen Grund. Weil ich nationalistisch bin. Und wie viele Menschen gibt es heutzutage, die ebenfalls aus Nationalismus manchmal nicht bereit sind, Gebote Allah subhanahu wa ta'ala zu befolgen und sich über diese Gebote hinwegsetzen und sagen, es ist mir alles egal.
Mir ist meine Herkunft, mir sind meine Traditionen wichtiger als das, was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Wenn du ihm sagst, aber Allah ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagen etwas anderes, dann hört er nicht und sagt, das mag sein, aber meine Traditionen sind mir wichtiger. Wenn es beispielsweise um das Thema Ehe geht, wie oft haben wir da schon Probleme gehabt? Extreme Probleme. Oder auch um andere Bereiche, um Bräuche und Traditionen, wo wir eindeutig wissen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Und du sagst ihm das, aber er stellt was? Er stellt seine Tradition und seine Bräuche über das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt hat. Du erinnerst ihn und sagst ihm, das ist so nicht richtig, aber er sagt dir, doch, das ist so richtig, weil es so ist. Nehmen wir mal beispielsweise das Thema Blutsfehde und Ehre im Allgemeinen. Der eine bringt jemanden um, ja? Und du sagst ihm, das geht nicht, das ist verboten, dass du jetzt als Rache irgendjemanden anderen aus der Familie umbringst. Da sagt er, es ist mir egal. Es ist einfach so, wie es ist. Ich muss die Ehre meiner Familie retten. Ehrenmord als Beispiel. Dass man seine Schwester umbringt. Das sind ja Dinge, die auch passieren. Das kann man ja nicht unter den Teppich kehren. Das sind ja meistens nicht praktizierende Muslime. Die aber dann so tun, als wären sie praktizierend. Ja, gerade wenn es um das Thema Ehre geht der Familie. Da wird jemand umgebracht, was schlimm genug ist. Und dann muss jemand anderes aus der anderen Familie daran glauben, selbst wenn er unschuldig ist. Hauptsache, ich habe die Familie meiner Ehre gerettet. Das geht so nicht. Und ich habe euch schon mal die Geschichte von Sheikh al-Sha'rawi erzählt, der ja aus dem Süden Ägyptens kommt, der ist Sa'idi. Ja, und die Sa'idi sind Leute, die, wie gesagt, sehr stark an ihren Traditionen festhalten. Und bei ihnen ist auch das Thema Blutsfehde und Blutehre und Familienehre sehr stark ausgeprägt. Und es kam genau zu diesem Fall. Einer wurde aus ihrer Familie getötet, aufgrund dieser Blutsfehde und dieser Rache, die es gab, dieser Familienrache. Und sie haben dann von ihm verlangt, dass er ebenfalls jemanden von der anderen Familie tötet. Und es war eine Schande gewesen, das nicht zu tun. Du befleckst damit die Familienehre, wenn du es nicht ausführst. Aber er hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat etwas anderes gesagt. Und dementsprechend, was sind die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam bei der Khutbat al-Wada' gewesen? Bei der Khutbat al-Wada', als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine bekannten Worte gesagt hat, der Abschiedspredigt, bei der Abschiedspilgerfahrt, hat er gesagt, Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Euer Blut und eure Ehre und euer Vermögen ist heilig, ist unantastbar, genauso wie die Unantastbarkeit dieses Monats und dieses Ortes. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zwei Dinge aufgehoben, die in der Jahiliyyah-Zeit sehr verbreitet gewesen waren. Welche beiden Dinge sind das? Weiß es jemand? Blutschuld und Zins. Blutschuld und Zins, barakallahu fik, mashallah, super. Genau diese, ja, dieses Racheprinzip. Ja, dieses Racheprinzip. Wenn jemand von der einen Familie, von dem einen Stamm, getötet wurde, muss, egal was es ist, auch wenn es jemand Unschuldiges ist, jemand von anderem Stamm sterben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat bei sich selbst und bei seinem eigenen Stamm angefangen. Und er hat gesagt, es ist aufgehoben bis zum jüngsten Tag und es ist unter meinem Fuß. Also mit anderen Worten, es ist beendet. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir ebenfalls, ja, und wir haben solche Phänomene auch hier in Berlin, dass hier von dem einen Clan jemand getötet wird und dann muss von dem anderen Clan ebenfalls jemand getötet werden. Solche Phänomene haben wir hier in unserer Stadt. Und sie verzerren das Bild des Islam. Weil immer wieder dann über diese Phänomene gesprochen wird in den Medien, die arabischen Großfamilien, weiß ich nicht was, kennen wir alles. Ja? Es ist leider so, das ist leider die Realität. Und häufig wird das religiös gefärbt. Man bekommt den Anschein, als wäre das ein Teil von unserer Religion. Das hat nichts mit Ehre zu tun. Das ist etwas, was der Islam verboten hat. Und der Prophet so ausdrücklich in der Abschiedspilgerfahrt verboten hat. Der Koran ist klar und deutlich, wie man mit solchen Dingen umgeht. Und im Islam gibt es keine Selbstjustiz. Es gibt einen Qadi, der hat zu entscheiden. Aber nicht Selbstjustiz. Und da sehen wir, dass die Quraysh teilweise ihre Tradition, ihren Stamm über alles gestellt haben und dementsprechend nicht bereit gewesen sind, den Islam anzunehmen.
obwohl sie wussten, dass es sich hierbei um die Wahrheit handelt. Ebenfalls gab es Leute, die einfach hochmütig gewesen sind und die gesagt haben, wie kann ich eine Religion annehmen, zu der sich auch Sklaven bekunden? Das würde ja bedeuten, dass ich und der Sklave auf einer Ebene sind. Hochmut, Kibr, die Urkrankheit, die, wenn man so sagen kann, Ursünde, die erste Sünde, die begangen wurde von Iblis alayhi la'natullah. Andere sind einfach dumm gewesen, haben es nicht verstanden. Da muss man auch sagen, es gibt auch manche Menschen, die nicht nachdenken. Vierte wiederum haben einfach ihre Neigung befolgt, weil sie sich nicht an Gebote halten wollten. Also es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe, weshalb die Menschen, alaikum assalam, weshalb viele der Quraysh den Islam nicht angenommen haben. Aber einer der Hauptgründe ist genau diese Krankheit des Hochmuts gewesen. Und deswegen gibt es einen sehr schönen Vers in Surat Al-Ma'idah. In diesem Vers heißt es wie folgt: لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Du wirst diejenigen, welche Götzendiener sind, und die Juden als jene sehen, welche dir gegenüber am feindseligsten sind. Ich übersetze jetzt den Vers. Das bezieht sich auf die Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf bestimmte Umstände. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Und du wirst sehen, dass jene dir sozusagen am nächsten sind, am meisten Zuneigung zeigen, welche sagen, wir sind Christen, Nazareter. Und jetzt kommt die Begründung: ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ. Dies, weil es unter ihnen Qissisin gibt, Priester, وَرُهْبَانًا und Mönche. Und jetzt kommt das Wichtigste, die Grundlage für alles: وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Kommt mal ein bisschen näher. Ich könnte euch auch noch hier einen Satz hin, Bruder. Achso, das ist ja deine Schwester. Okay. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ich dachte schon, ja. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Ja? Und dass sie nicht hochmütig sind. Und da zeigt Allah subhanahu wa ta'ala, was der Grund ist. Hochmut ist die schlimmste Krankheit überhaupt. Und das gilt im Übrigen auch für einen Muslim im Allgemeinen. Wenn es beispielsweise um die Akzeptanz eine Nasiha geht. Ganz wichtig. Wir machen einen kleinen Exkurs, das sind aber wichtige Aspekte. Die Akzeptanz einer Nasiha, eines Ratschlages. Manchmal machst du einen Fehler, du verhältst dich falsch. Aber du bist nicht bereit, den Ratschlag deines Bruders oder deiner Schwester anzunehmen. Warum? Weil du dir sagst, wer ist er, wer ist sie, dass sie mir einen Ratschlag geben kann. Ich habe mehr Wissen als sie. Ich bin schon viel länger Muslim und praktizierend als sie. Wie kann sie es sich erlauben, mir einen Ratschlag zu geben? Hochmut. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat er gesagt? Ad-Din an-Nasiha. Die Religion ist der aufrichtige Ratschlag. Ich brauche das immer wieder. Al-Mu'minu mir'atu achi. Der Mu'min ist der Spiegel seines Bruders. Wenn ich meinen Bruder nicht habe, der mich ermahnt und der mir einen aufrichtigen Ratschlag gibt, was soll ich dann tun? Dann werde ich mich niemals entwickeln. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Er sagt, alle Menschen befinden sich im Verlust. إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Nachdem er geschworen hat bei der Zeit. Außer jenen, welche glauben und gute Taten tun. Und jetzt ganz wichtig, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, und sich gegenseitig eindringlich zur Wahrheit ermahnen. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, und sich gegenseitig eindringlich zur Geduld ermahnen. Ich brauche das. Also wir sehen, eine der Hauptursachen dafür, dass die Quraysh den Islam nicht angenommen haben, geht auf was zurück? Auf den Hochmut. Weil auch dieser Stammesstolz ist eine Form von Hochmut. Ich glaube, ich bin besser als jemand anderes. Nur weil ich Araber bin, weil ich Palästinenser bin, weil ich Türke bin, weil ich Pakistaner bin, weil ich Bosniake bin, weil ich Deutscher bin. Das ist das Hauptproblem, was wir heutzutage in Deutschland haben. Nicht die Migration ist die Ursache, die Mutter aller Probleme, sondern der Rassismus ist die Ursache aller Probleme und die Mutter aller Probleme. So müsste es heißen. Nicht die Migration, wie es Horst Seehofer gesagt hat, sondern der Rassismus. Und dieser übertriebene Nationalismus ist die Mutter aller Probleme. Weil das ist wirklich die Mutter aller Probleme. Weil Iblis alayhi la'natullah war ein Rassist gewesen. Und deswegen wollte er unbedingt Adam alayhi salam aus dem Paradies heraus haben. Weil er ein Rassist war. Weil er dachte, er wäre besser.
خلقتني من نار وخلقته من طين. Du hast mich aus Feuer erschaffen und du hast ihn aus Lehm erschaffen. Also muss ich besser sein. Ich bin Deutsch, also muss ich besser sein. Ich bin Araber, also muss ich besser sein. Du musst gar nichts. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Der Edelste unter euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Und das ist es, worauf es ankommt. Kommen wir jetzt insha'Allah ta'ala zu dem zweiten Teil, über den wir heute eigentlich sprechen wollen. Und zwar, was haben jetzt die Quraysh ganz konkret getan? Wie haben sie ganz konkret darauf reagiert? Es gab einige wenige, welche sich an die Seite des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam stellten, uneingeschränkt. Und die wichtigste Person von den Quraysh, die nicht den Islam angenommen hatten, war wer gewesen? Abu Talib, sein Onkel. Und dementsprechend war er sein äußeres Schild gewesen. Und die Quraysh, sie wussten, sie werden nicht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herankommen und sie werden ihn auch nicht zu irgendetwas bewegen können, solange sein Onkel Abu Talib ihn schützt und an seiner Seite steht. Und deswegen immer wieder haben sie was versucht? Sie haben versucht, über seinen Onkel Abu Talib ihn davon abzuhalten, seine Botschaft weiter zu verkünden. Zunächst erst einmal sind sie zu Abu Talib gegangen und haben durch schöne Worte versucht, ihn darauf aufmerksam zu machen, dass das, was sein Neffe tut, eine Form von Unruhestifterei ist. Und es gibt eine Überlieferung, und zwar, wo sie zu ihm kamen und sagten, Inna ibn achi qad sabba alihatana. Dein Neffe, er hat unsere Götter beschimpft. Wa'aba dinana. Und er hat unsere Religion beleidigt. Wasaffaha ahlamana. Und hat unsere Vorstellungen als töricht dargestellt. Wadallala aba'ana. Und er hat unsere Vorväter als irregeleitet dargestellt. Fa imma an takuffahu anna. Entweder hältst du ihn von uns ab. Wa imma an tukhalliya baynana wa baynaha. Oder du lässt uns zwischen dir und ihn. Also mit anderen Worten, du hältst dich da raus. فَإِنَّكَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ فَنَكْفِيكَهُ. Weil du bist genauso wie wir, du hast einen anderen Glauben und dementsprechend werden wir das für dich übernehmen. Aber Abu Talib, er antwortete in schönen Worten und hat versucht, sie geduldig zu stellen, sodass sie wiedergegangen sind. Aber es ging weiter, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war überzeugt von seiner Sache gewesen, er hörte nicht auf. Und dementsprechend kamen sie noch weitere Male zu Abu Talib, aber diesmal mit härteren Worten. Und sie sagten diesmal zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu Abu Talib folgende Worte. Ja, Abu Talib, o Abu Talib, inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina. O Abu Talib, du bist jemand, der zu den Ältesten dieses Stammes gehört. Du hast, wie gesagt, du bist ein ehrenvoller Mann, du hast eine hohe Stellung. وَإِنَّ قَدْ اسْتَنْهَيْنَاكَ مِنْ إِبْنِ أَخِيكَ فَلَمْ تَنْهَهُ عَنَّا. Und wir haben von dir verlangt, dass du ihn dazu auffordern sollst, damit aufzuhören. Aber du hast das nicht getan. وَأَقْسَمُوا بِأَنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا عَلَىٰ أَفْعَالِهِ حَتَّى يَكُفَّهُ عَنْهُمْ. Und sie haben daraufhin geschworen, dass sie keine Geduld mehr haben werden gegenüber seinen Handlungen, bis Abu Talib ihn davon abhält. Abu Talib bekam jetzt Angst. Und er versuchte jetzt, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu überreden. Und er ging zu ihm und sagte, O Muhammad, dein Volk kam zu mir und sie haben mir gedroht. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgende Worte zu seinem Onkel sagte. Diese Überlieferung ist nicht ganz authentisch. Es geht aber eine ähnliche Überlieferung, die die Gelehrten als authentisch eingestuft haben. Aber ich trage erst einmal diese nicht ganz authentische Antwort unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor. Er sagte, und ihr kennt sie alle, Ya Am, o mein Onkel, Wallahi, bei Allah, لو وضعوا الشمس في يميني, würden sie die Sonne in meine Rechte legen, والقمر في يساري, und den Mond in meine Linke, على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته, bis dass, damit ich diese Angelegenheit, diese Botschaft zu verkünden unterlasse, ja, so werde ich dies nicht tun, bis Allah Ta'ala sie entweder zum Vorschein treten lässt oder ich daran zugrunde gehen werde. Klare Worte unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In der anderen Version, die authentischer ist, sagte
unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen: "Atarauna hadhihi ash-shams?" Seht ihr diese Sonne? Sie sagten: "Ja." "Fama ana bi'aqdan 'ala an ad'a dhalika minkum 'ala an tastash'ilu minha shu'la." Ich kann diese Botschaft nicht unterlassen, genauso wenig wie ihr einen Strahl von der Sonne zu euch nehmen könnt. Ihr könnt keinen Strahl einfangen von der Sonne. Und genauso auch kann ich diese Botschaft nicht ablegen und einfach aufhören, sie zu verkünden. Und Abu Talib, er sah, dass sein Neffe überzeugt gewesen war, und er sagte daraufhin zu unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Tu, was du möchtest, ich werde immer an deiner Seite stehen. Tu, was du möchtest, ich werde immer an deiner Seite stehen." Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier gezeigt, dass er keine halben Sachen macht. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat gezeigt, dass er an seiner Botschaft festhalten wird, weil er davon überzeugt war, dass es die Wahrheit war. Und es waren nicht nur einfach Worte gewesen, sondern er meinte es wirklich so. Und nicht nur er, sondern wie wir gleich sehen werden, hat er Anhänger gehabt, welche genauso überzeugt gewesen waren von seiner Botschaft und dass er der Gesandte Allahs ist und dass diese Botschaft von Allah ist, wie er, salawatu Rabbi wa salamu alayhi, und sind sogar dafür bereit gewesen, in den Tod zu gehen. Das ist Überzeugung. Das ist Überzeugung. Das ist Yaqeen. Ich bin bereit, für meine Sache sogar in den Tod zu gehen. Und das hatten wir immer wieder in der Menschheitsgeschichte gehabt. Menschen, die bereit gewesen sind, nachdem sie die Wahrheit erkannt haben, ihr Leben dafür zu opfern. Wir haben die Ashab al-Ukhdud, die Leute des Feuergrabens, alaikum salam. Einer nach dem anderen wird aufgrund dessen, dass er zum Christentum, zur damaligen Zeit die wahre Religion von Isa alaihi salam, weil er das Christentum angenommen hat, wird einer nach dem anderen in einen Feuergraben geworfen. Bis eine Frau mit ihrem Kleinkind an die Reihe kam, was sie noch gestillt hat. Und anfing zu zögern. Und Allah subhanahu wa ta'ala dieses Kleinkind sprechen ließ. Und es zu seiner Mutter sagte: "Spring, o Mutter, weil du befolgst die Wahrheit." Und sie sprang dann mit ihrem Kind ins Feuer hinein. Das ist Überzeugung. Und genau diese Überzeugung muss ich als Muslim anstreben. Ich muss versuchen, diese Überzeugung zu erlangen. Es ist nicht einfach. Aber es gibt auch in unserer heutigen Zeit immer noch Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugung zu sterben. Das haben wir gerade, momentan, in vielen Ländern. In Saudi-Arabien haben wir Gelehrte, die aufgrund ihrer Überzeugung und aufgrund ihrer Wahrhaftigkeit zum Tode verurteilt wurden. Habt ihr mitbekommen? Sheikh Salman al-Uda, Safar al-Hawari, Mohammed Musa al-Sharif, andere. Das sind alles Duat, die bekannt sind in der islamischen Welt. Einige von ihnen kannte ich persönlich. Aufrichtige Menschen, tolle Menschen. Sheikh Salman al-Uda, ein wirklich toller Mensch. Ja, der ist nicht nur, wenn er Videos dreht, nett und höflich, sondern auch, wenn du ihn persönlich kennenlernst. Ein liebenswürdiger Mensch. Du merkst, er ist aufrichtig. Aufgrund seiner Überzeugung ist er jetzt im Gefängnis und wurde zum Tode verurteilt. Allah Ta'ala, er prüft diese Menschen. Und ich habe euch vor einigen Monaten seine Geschichte erzählt. Könnt ihr euch erinnern, im IZDB? Dass seine Frau und sein Sohn beim Autounfall gestorben sind. Und er wirklich Sabr Jamil gezeigt hat. Diese schöne Geduld. Dass Leute, die ihn am Flughafen getroffen haben und die noch nicht wussten, dass seine Familie beim Autounfall gestorben ist, er immer noch für sie ein Lächeln übrig hatte, weil er sie nicht kränken wollte. Subhanallah, es gibt immer noch Leute, die bereit sind, für ihre Überzeugung ins Gefängnis zu gehen und sogar ihr Leben zu lassen. In Ägypten. Wie viele Menschen befinden sich in Ägypten im Gefängnis? Wie viele sind schon gestorben aufgrund ihrer Überzeugung? Also diese Beispiele, von denen wir heute sprechen, das sind nicht nur Beispiele aus der Vergangenheit. Das sind Beispiele aus der Gegenwart. Es gibt immer noch Menschen, die sich genau daran halten, die bereit sind, für ihre Überzeugung ihr Leben zu lassen, für ihre Überzeugung ins Gefängnis zu gehen, wie Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam, der aufgezeigt hat, das Gefängnis ist ihm lieber, als dass irgendjemand ihm vorwirft, dass er eine Affäre mit einer Frau hatte. Überzeugung, Menschen, die rein sind, Menschen, die sauber sind.
Und genau das ist es, wonach wir streben müssen. Wir erzählen diese Geschichten nicht einfach so, damit wir sie gehört haben und sagen, ah, mashallah, wie toll ist das gewesen, sondern wir erzählen sie, damit wir erzogen werden, damit wir in ihre Fußstapfen treten. Und jetzt schauen wir uns doch einmal an, was die Quraysh noch für Mittel benutzt haben. Ein Mittel, was sie verwendet haben, ist, sie haben sich jetzt irgendwelche Geschichten ausgedacht. Was sind das für Vorwürfe gewesen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht haben? Was kennt ihr an Vorwürfen, die dem Propheten gemacht wurden? Sie haben Gerüchte verbreitet. Welche Gerüchte wurden verbreitet? Über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Botschaft. Zauberer. Absolut. Einige von ihnen haben behauptet, er sei ein Zauberer gewesen. Wir werden jetzt das kurz, wir werden jetzt nicht die einzelnen Geschichten erzählen, die dahinter stehen, weil wir müssen die Sira inshallah in 30 Teilen höchstens abschließen. Ja? Immer wieder, ja, وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Und die Kafirun haben gesagt, er ist ein lügnerischer Zauberer. Was noch? Manchmal haben sie auch gesagt, er ist verzaubert. مَسْحُورَ. وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. Surat al-Furqan, Vers Nummer 8. Und die Zalimun, die Ungerechten, haben gesagt, ihr befolgt nur einen verzauberten Mann. Ja. Sie haben es angeboten, nicht gemacht. Okay, gut. Okay. Ja, richtig, genau. Ich habe noch nie jemanden, ich habe so viele Leute gesehen, die einen Jinn haben, aber das ist kein Mensch. Ja. Also sie haben bezichtigt, dass er verrückt sei. Ja, sie haben ihn bezichtigt, dass er verrückt sei, immer wieder. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Und sie haben behauptet, er sei verrückt. Haben ihm sogar einen Arzt angeboten. Und wie du sagst, er hat mit ihm gesprochen. Aber kann so jemand, der verrückt ist, so etwas wiedergeben wie dem Koran? Ist unmöglich, aber bis heute behaupten das einige Leute, dass er besessen gewesen sei. Was noch, was haben sie noch behauptet? Verrückt. Zauberer, verzaubert, was noch? Warte. Was? Dass er ein Sha'ir ist, dass er ein Dichter sei, der einfach nur dichten würde. Obwohl der Koran grundsätzlich anders ist als die damalige arabische Dichtung. Grundsätzlich, und das wussten die Quraysh. Sie waren nicht dumm gewesen. Was noch? Dass einmal eine Gruppe Christen vorbeigegangen ist und von ihnen Geschichten genommen hat oder geschrieben hat. Genau, dass er nur irgendwelche Geschichten erzählt und abschreibt, ja, von anderen Religionsgemeinschaften. Aber das ist Unsinn. Es ist richtig, dass es viele Geschichten im Koran gibt, welche es auch in der Bibel gibt. Aber selbst die heutige Koranwissenschaft, die westliche Koranwissenschaft, ja, Frau Neuwirth hat dazu sehr vieles geschrieben, zeigt auf, dass die Geschichten, die im Koran erzählt werden, zwar denen in der Bibel ähneln, aber sie nicht einfach abgeschrieben sind, sondern der Koran sie verändert hat und in dem Sinne reformiert hat. Beispielsweise die Geschichte von Lot alaihi salam. Grundlegend anders als in der Bibel, wo Dinge über den Propheten Lot stehen, wie dass er oder Iyadhu Billah mit seinen beiden Töchtern Beistraf begangen haben soll, die nicht in Einklang zu bringen sind mit der Vorbildfunktion eines Propheten. Der Koran, er widerlegt das alles. Er erzählt diese Geschichten, weil es wahre Geschichten sind. Aber er plappert nicht einfach irgendetwas nach, er erzählt nicht irgendetwas nach, ohne es zu überprüfen, sondern er erzählt die Geschichte so, wie sie wirklich gewesen ist. Was noch für Vorwürfe? Was haben sie noch für Vorwürfe gehabt? Dass er Legenden erzählen würde. Asatirul Awwalin, einfach nur Geschichten der Ersten, ja? Und haben dann versucht, schönere Geschichten zu nehmen und haben sich dann irgendwelche Geschichten noch ausgedacht, gesammelt von den Iranern und von den Persern, haben sie dann erzählt, um die Menschen davon abzubringen, dass sie sich mit dem Koran auseinandersetzen. Also eines der wichtigsten Methoden, welches sie angewandt haben, war was gewesen? Sie wollten die Menschen davon abbringen, sich mit dieser Botschaft auseinanderzusetzen, indem sie Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Und es gab Leute, die zunächst erst einmal darauf angesprungen sind. Aber es gab auch einige Kluge unter ihnen, welche gesagt haben, ich möchte das gerne selbst hören und selbst überprüfen. Und einer von ihnen ist ein bekannter arabischer Dichter gewesen. At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi.
Er kam nach Mekka zu Pilgerfahrt und die Quraysh, sie warnten ihn vor und sagten, wir haben hier in Mekka einen ganz schlimmen Zauberer. Hör ihm überhaupt nicht zu, weil er wird dich mit seinen Worten verzaubern. Und er ging dann zu Kaabe und er hatte so eine Angst bekommen, dass er Watte nahm und sich in die Ohren steckte. Und während er gerade Tawaf machte, um die Kaabe herum, hat er sich gedacht, Tufail, du bist eigentlich ein kluger Mann. Und du bist ein kluger Dichter, du kennst dich mit den guten und den schlechten Worten aus. Hör es dir doch einfach mal an. Und was tat er? Er ging zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und unterhielt sich mit ihm. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam trug ihm Koran vor und er hat sofort im selben Moment den Islam angenommen. Und nicht nur das, er wurde zu einem der, jetzt aber eine andere Geschichte. Worauf deutet das hin? In jeder Gesellschaft, meine lieben Geschwister im Islam, gibt es Menschen, welche sich ausschließlich durch Vorurteile und durch Gerüchte über eine bestimmte Religion und Religionsgemeinschaft leiten lassen. Aber auch in jeder Gesellschaft gibt es Menschen, die offen sind für eine Botschaft. Ganz, ganz wichtig. Die Medien sind heute so stark wie noch nie zuvor. Die Quraysh hatten ihre eigenen Medien gehabt. Aber die waren bei weitem nicht so stark gewesen, hatten nicht so viel Einfluss gehabt wie die heutigen Medien. Heutzutage sind Medien die vierte Macht im Staat. In manchen Ländern wie Myanmar, ich habe gestern einen interessanten Bericht gehört auf ARD, in Myanmar benutzen die Leute nur noch Facebook. Viele von ihnen wissen nicht einmal, dass es so etwas wie E-Mail gibt oder ähnliches. Haben alle Facebook. Und durch diese Fake News, die sich auf Facebook verbreiten, begehen sie immer wieder Pogrome und Verfolgungen gegenüber den Rohingya, dieser muslimischen Minderheit. Weil sie sich verbreiten. Die Menschen denken nicht nach. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, meine lieben Geschwister im Islam, dass wir verstehen, dass das, was heutzutage geschieht, eigentlich nichts anderes ist, als das, was schon zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geschehen ist. Und diese Gerüchteküche und diese Maschinerie an Gerüchten, die dann sozusagen verbreitet wurden, die gibt es heutzutage genauso, nur noch extremer. Und trotz alledem gibt es immer wieder Menschen, welche aufrichtig sind, welche sagen, ich möchte mich nicht über die Medien, über den Islam informieren, sondern ich möchte die Muslime selbst kennenlernen. Habt ihr das nicht schon selbst erlebt, dass Leute in die Moschee kommen und sich dann über den Islam informiert haben? Es gibt immer wieder Leute, wir haben auch einige unter uns hier. Die kommen selbst und sagen, ich möchte nicht immer nur das hören, was über die Muslime gesagt wird, sondern ich möchte hören, was die Muslime selbst zu sagen haben. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir weitermachen, dass wir nicht aufgeben. Genauso wie es unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Er hat nicht aufgegeben. Er hat nicht gesagt, es bringt nichts, die verbreiten Gerüchte über mich, ja, das ist gemein. Und ich werde unterdrückt. Nein, er hat versucht dagegen zu halten. Und er hat seine Da'wah weitergeführt und er hat durch diese Sache, durch seine Standhaftigkeit und seine Beharrlichkeit hat er es geschafft, Menschen zu erreichen für die Botschaft des Islam. Und genau das müssen wir heute auch tun. Es wird nicht weniger werden. Die Vorwürfe gegenüber dem Islam, die gab es schon immer. Und sie werden nicht weniger. Sie werden im Gegenteil immer mehr werden. Es gibt immer mehr Kanäle im Internet, auf YouTube, immer mehr Facebook-Seiten, wo gegen den Islam und die Muslime gehetzt wird. Das darf uns aber nicht einschüchtern. Und wir dürfen nicht sagen, wir können dagegen nichts tun. Nein, wir müssen es besser machen. Wir müssen versuchen, dieselben Medien zu nutzen und uns dagegen zu stellen, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, das ist nur ein Tropfen auf einem heißen Stein. Manchmal haben wir dieses Gefühl. Aber dieser Tropfen, der erreicht trotz alledem einen Menschen. Und selbst wenn wir nur einen einzigen Menschen erreichen, und wir werden nicht nur einen erreichen, wir werden viele erreichen, inshallah. Selbst wenn wir nur einen einzigen Menschen erreichen, dann ist das besser für uns als was? Als rote Kamele, wie es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Gut, was haben sie noch gemacht? Sie haben sich lustig gemacht, wie es der Koran auch sehr, sehr schön beschreibt. Ja? In Surat Al-Mutaffifin, inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun. Diejenigen, die verbrecherisch gewesen sind, haben sich lustig gemacht über jene, welche geglaubt haben. Wa idha marru bihim yataghamazun. Und wenn sie an ihnen vorbeiliefen, haben sie sich gegenseitig zugezwinkert. Haben hinter ihrem Rücken geredet. Wa idha anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Und wenn sie zu ihren Familien gegangen sind, haben sie sich lustig über sie gemacht. Ja, das werden wir immer wieder haben.
Man hat sich über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lustig gemacht. Einmal, wie es Al-Bukhari überliefert, kommt eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam: Inni la arju an yakuna shaytanuka qad tarakak. Ich hoffe, dass dein Shaytan dich endlich von dir abgelassen hat. Lam arahu qarrabaka mundhu laylataini aw thalatha. Ich habe ihn seit 2-3 Tagen nicht bei dir gesehen. Die Leute haben sich lustig gemacht über ihn. Ja, das mag sein. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist trotz alledem standhaft geblieben. Und jetzt haben die Muschrikun noch ein weiteres Mittel angewandt, um den Propheten sallallahu alaihi wa sallam von seiner Botschaft abzubringen. Und zwar, welches Mittel haben sie benutzt? Sie haben versucht, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Angebote zu machen. Und das ist sehr gefährlich. Weil das kommt immer wieder vor. Wenn die Leute merken, indem wir die Leute verfolgen, erreichen wir nichts, dann versuchen sie es auf anderem Wege. Und häufig erreichen sie auf diesem anderen Wege etwas. Nämlich durch was? Indem sie ihnen Geld anbieten, Gold anbieten, Frauen anbieten, indem sie ihnen eine Stellung anbieten, indem sie ihnen eine Position anbieten, einen Rang anbieten. Und genau das haben sie getan. Was haben sie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt? Sie haben ihnen gesagt, wenn du willst, wenn es dir um Geld geht, dann geben wir dir Geld, sodass du der Reichste unter uns bist. Und es gibt Menschen, die werden schwach, wenn sie Geld sehen. Eine Fitna. Eine große Fitna. Es gibt Menschen, wenn sie Geld sehen, werden sie schwach. Manche werden angesprochen. Ja, es gibt wirklich Menschen, die werden angesprochen. Damit sie spionieren. Und es wird ihnen viel Geld angeboten. 1500 Euro im Monat, nur dass ich ein paar Informationen einhole. Und sie werden schwach. Es gibt solche Menschen, die schwach werden. Wir werden dir Frauen anbieten, wenn es hier darum geht. Und du wirst die schönsten Frauen bekommen. Manche werden dann schwach. Wir werden dir eine hohe Position geben. Wir werden dich zu unserem Chef machen, wenn du bereit bist, davon abzulassen. Manche werden schwach. Und dementsprechend muss ich aufpassen vor den Versuchungen des diesseitigen Lebens. Und es gibt verschiedene Versuchungen. Versuchungen, welche dazu führen, dass ich verfolgt werde. Und Versuchungen, welche versuchen, mir etwas schmackhaft zu machen. Und bei beiden muss ich widerstehen. Und jetzt haben die Quraysh nicht nur den Propheten sallallahu alaihi wa sallam direkt versucht, davon abzubringen, sondern sie haben auch versucht, seine Anhänger davon abzubringen. Die Freien unter ihnen, sie wurden nicht so sehr verfolgt. Es gab auch einige, die verfolgt wurden. Wie beispielsweise Uthman ibn Affan, sein Onkel hat ihn genommen, hat ihn in Blätter gewickelt, Palmenblätter, und hat unter ihm ein Feuer entfacht, Rauch, sodass er die ganze Zeit dann in diesen Blättern eingewickelt gewesen war und den Rauch einatmen musste. Aber die schlimmsten Verfolgungen hat wer abbekommen? Die Sklaven. Und die berühmteste Familie, welche von den Quraysh verfolgt wurde, ist welche Familie gewesen? Ahle Yasr. Immer wieder kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, während sie an einem Pfahl gebunden waren, an ihnen vorbei. Und er sagte: Sabran Ahle Yasr, fa inna maw'idakum al-Jannah. Habt Geduld, o Familie Yasrs, weil euer Termin ist das Paradies. Und auch die erste Märtyrerin sollte eine von der Familie Yasrs sein. Nämlich wer? Sumayya. Die erste Frau und der erste Mensch, der sein Leben gelassen hat, auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Während sie angebunden gewesen war an einem Pfahl, kam dann einer der Quraysh und er rammte seinen Speer in ihr Unterleib, sodass sie zu ihrem Schöpfer zurückkehrte. Sie versuchten auch, seinen Sohn oder ihren Sohn Ammar ibn Yasr davon abzuhalten. Und er wurde schwach. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat in Bezug auf ihn einen Vers herabgesandt in Surat An-Nahl, in dem Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagt: Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Surat An-Nahl, Surah Nummer 16, Vers Nummer 106. Wer ungläubig ist gegenüber Allah, nachdem er geglaubt hat, außer jemand, der gezwungen wurde, aber sein Herz ist beruhigt mit dem Iman, mutma'innun bil Iman, beruhigt mit dem Iman, also ist fest im Glauben. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, er macht hier eine Ausnahme
bei Ammar ibn Yasir und all jene, welche so gefoltert wurden, dass sie nicht mehr konnten und dementsprechend dann äußerlich mit ihrer Zunge vom Glauben abgefallen sind. Aber es gab einige, die standhaft geblieben sind. Und wer sind diejenigen, die standhaft geblieben sind, trotz der harten Folter? Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu wa arda. Bilal ibn Rabah, den man genommen hat mit einem Seil an seinem Hals und daran gezogen hat. Und die Kinder, sie sollten ihn nehmen und dann mit ihm durch Mekka mit diesem Seil am Hals herumlaufen. Und Bilal radiallahu anhu, den man genommen hat, in Mekka, seinen Oberkörper freigemacht hat, auf den Boden legte und dann einen schweren Felsbrocken nahm und auf seine Brust lag und von ihm verlangte, dass er vom Glauben ablassen soll, aber er die ganze Zeit nur sprach, Ahad und Ahad, Ahad und Ahad. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Gott. Es gibt nicht mehr Götter als einen einzigen Gott. Wer ebenfalls von den Sklaven, welche gefoltert wurden auf harte Art und Weise und trotz alledem standhaft geblieben sind, wen kennt ihr noch? Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad ist ein Sklave gewesen, der arabischer Herkunft war und der als Schmied in Mekka, also versklavt, arbeiten musste. Und sie haben ihn ebenfalls auf schlimmste Art und Weise gefoltert. Und zwar haben sie unter anderem ihn an seinem Haar gezogen und die ganze Zeit sozusagen dann durch die Stadt gezogen. Sie haben sein Genick oder seinen Kopf genommen und so lange gedreht, dass beinahe sein Genick gebrochen wurde. Sie haben ihn immer wieder auf glühende Steine mit nacktem Oberkörper gelegt, sodass er sogar in der Zeit von Umar ibn Khattab radiallahu anhu wa arda, Umar, als er ihn fragte, wie er dann von den Quraysh gefoltert wurde, seinen Rücken zeigte und sein Rücken war voller Kugeln gewesen, Löcher, weil sich die Steine in seine Haut und sein Fleisch hineingebrannt haben. Schmerzen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Aber all dies hat ihn trotz alledem nicht von seinem Glauben abgehalten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er konnte diesen armen Menschen nicht helfen. Aber er versuchte ihnen Geduld zu machen und ihnen gut zuzureden. Und ich schließe ab, insha'Allah ta'ala, mit dieser Überlieferung, die wir schon öfters gehört haben, die bei Al-Bukhari überliefert wird, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam genau zu diesem Khabbab ibn al-Arad spricht. Und zwar sagt Khabbab ibn al-Arad, wir haben uns beschwert beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er vor der Kaaba saß. Und wir sagten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ala tastansiru lana, willst du nicht endlich Allah bitten, dass er uns hilft? Ala tad'u lana, willst du nicht endlich Allah bitten, dass er an unserer Seite steht? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen dann erzählte, was mit den Menschen geschah, die vor ihnen waren. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ard. Es wurde einem Mann vor euch ein Loch in der Erde ausgegraben. Und er wurde hineingelegt. Und dann wurde die Säge gebracht. Und sie wurde an seinen Kopf angelegt. Und er wurde in zwei Hälften gesägt. Und dies hat ihn trotz alledem nicht von seiner Religion abgebracht. وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Und sie wurden teilweise mit Kämmen aus Eisen gekämmt, wie er sagt, sallallahu alaihi wasallam, so dass seine Haut abgezogen wurde und nur sein Fleisch und seine Asab, was ist Asab auf Deutsch, und seine Nerven offen blieben. Und das hat ihn nicht von seiner Religion abgebracht, obwohl er bei lebendigem Leide gehäutet wurde. Wallahi, bei Allah, la yutimmanna hadha al-amr, hatta yasira al-raqibu min Sana'a ila Hadramaut. Bei Allah, diese Angelegenheit wird zur Vollendung gebracht, bis ein Reiter von Sana'a im Jemen nach Hadramaut, auch im Jemen, reisen kann. Wala yakhafu illa Allah. Und sich nicht fürchten muss, außer vor Allah, au dhi'ba ala ghanami, oder vor dem Wolf in Bezug auf seine Schafe, walakinnakum tasta'jilun, aber ihr seid zu voreilig.
Diese Worte, meine lieben Geschwister im Islam, diese Worte richtete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam an diese unterdrückten Menschen. Und in wenigen Jahrzehnten hat sich das alles geändert. Und viele von denjenigen wie Bilal radiallahu anhu und Khabbab ibn Arad haben diese Veränderung mitbekommen. Einige nicht mehr. Ammar ibn Yasir, er ist gestorben, bevor die Sache vollendet wurde. Aber diese beiden, die am härtesten geprüft wurden und am härtesten gefoltert wurden, sie haben das auch selbst erlebt. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ Aber ihr seid zu voreilig. Manchmal wünschen wir uns, dass die islamische Welt sich endlich verändert. Manchmal wünschen wir uns, dass innerhalb von einem Jahr oder während der Präsidentschaft eines Präsidenten die gesamte islamische Welt plötzlich von 0 auf 100 verändert wird, sich um 180 Grad dreht. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen Geduld. Und wenn wir etwas erreichen wollen, Veränderung, dann müssen wir dafür Aufopferungsbereitschaft zeigen, so wie es die Sahaba radwanullahi alaihim in dieser ersten Zeit gezeigt haben. Ohne Aufopferungsbereitschaft, ohne Geduld wird sich nichts verändern. Es kann sein, dass wir in unserer Generation noch Veränderungen mitbekommen werden. Aber es kann auch sein, dass wir von dem nichts mehr mitbekommen werden. Wir brauchen Geduld und wir dürfen nicht aufgeben und wir müssen weiterhin an der Wahrheit festhalten, so wie es unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auch selbst getan hat. Und diese Geduld und diese Aufopferungsbereitschaft, die lernen wir nur, indem wir, meine lieben Geschwister im Islam, immer wieder zusammenkommen, uns immer wieder gegenseitig ermahnen, immer wieder gegenseitig erinnern. Weil der erste Schritt, um aufzugeben, ist, dass du die Gemeinschaft verlässt. Und wie viele Geschwister gibt es, welche diese Dinge gepredigt haben oder gehört haben und das auch verinnerlicht haben, aber dadurch, dass sie sich dann von der Gemeinschaft getrennt haben, irgendwann einmal schwach geworden sind und diese Überzeugung und diese Geduld und diese Aufopferungsbereitschaft beiseite gelegt haben. Und deswegen, meine lieben Geschwister, lasst uns versuchen, daran festzuhalten und uns diese Sahabe, welche so viel gelitten haben, zum Vorbild zu nehmen. Lasst uns inshallah an diesem Weg festhalten und weiterhin die Botschaft Allahs verkünden, so wie er es von uns verlangt hat. Und wir haben es, alhamdulillah, gerade hier in Deutschland relativ einfach. Ich sage es euch ganz ehrlich, ja, hier ist die Da'wa Luxus. Hier in Deutschland ist die Da'wa Luxus, ein Kinderspiel. In anderen Ländern, da geht es wirklich um Leben und Tod. Wir haben es hier einfach. Das Einzige, was Allah von uns verlangt, dass wir nicht den Versuchungen des diesseitigen Lebens nachgeben. Unsere Versuchungen sind nicht die Unterdrückung. Unsere Versuchungen sind genau die Versuchungen, die der Prophet später bekommen hat. Ja? Frauen, Geld, ja? Männer, umgekehrt. Ja? Das sind unsere Versuchungen. Und hier müssen wir standhaft bleiben, weil das wird uns tagtäglich angeboten. Und die Angebote werden immer wieder kommen. Und dementsprechend lasst uns standhaft bleiben, meine lieben Geschwister im Islam, auf das Allah subhanahu wa ta'ala uns annimmt. Und insha'Allah ta'ala werden wir dann beim nächsten Mal schauen, wie die Muslime darauf reagiert haben, wie sie dann irgendwann einmal auf den Entschluss gefasst haben, sie müssen auswandern und es zu der ersten Auswanderung und der zweiten Auswanderung nach Abessinien kam. Aber dazu dann mehr insha'Allah ta'ala beim nächsten Mal. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر